chillin' by the fire while we eat a fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to Falsetto in 3, 2, swag. I like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Keep you on my arm, girl. Hi Leute, ihr seht jetzt gerade eben, wie meine Haare gerade extrem nass sind. Das heißt, euch erwartet heute ein Hairstyling-Video. Ich habe super viele Anfragen dazu bekommen, ob ich nicht mal den gesamten Look von Justin Biebers Boyfriend-Teaser nachmachen könnte. Und ich habe mir gedacht, ich werde euch diesen Wunsch erfüllen. Ich habe sehr oft nachgefragt, welche Celebrity-inspirierten Looks wollt ihr gerne sehen? Welche günstigen Alternativen, Outfit-Alternativen und Möglichkeiten, die Haare so zu stylen, wollt ihr sehen? Schreibt mir mal eure Lieblingsstars in die Kommentare, deren Looks ich rekreieren könnte. Vielleicht auch in Kombination mit einer weiblichen Begleitung für vielleicht den ein oder anderen weiblichen Celebrity-Look als Kollaboration. Meine Haare sind gerade nass, ich habe sie gerade eben frisch gewaschen und ich werde euch einfach mal diesen Look kreieren. Ihr werdet einfach dann später auch das Outfit sehen, von wo was ist. Also ich sage jetzt nicht, dass das 1:1 dasselbe Outfit ist, aber es ist sehr ähnelnd dem, was man im Teaser gesehen hat. Das offizielle Video kommt bald raus. Ich freue mich drauf. Ich frage mich, wer sich alles noch drauf freut. Ich wette mit euch, es gibt super viele Justin Bieber-Hater, aber hey, der Junge hat es erreicht, der hat es geschafft und dem sei es gegönnt. Wie auch immer, damit ich nicht länger als so hässlich aussehe, sage ich einfach mal so, wir starten mit dem Video. Ich hoffe, es wird euch gefallen und ja, lasst mich wissen, was ihr noch so sehen wollt. Also viel Spaß beim Video und ich hoffe, es gefällt euch. Die einzigen Dinge, die ihr für das Hairstyling von Justin Bieber brauchen werdet, ist einfach ein ganz einfacher Kamm, einen Männerrundkamm, so bezeichne ich es, um eure Haare von vorne ein bisschen zu drehen. Ich habe ganz genau das Video einstudiert, um zu sehen, wie es ist. Dann braucht ihr noch Wachs und da könnt ihr das Wachs benutzen, was euch am besten gefällt. Ich habe hier eins von Paul Mitchell, was ich heute benutzen werde. Ihr könnt aber zahlreiche günstigere Varianten nehmen, zum Beispiel auch das von Axe Smart Look für den Matt-Effekt, weil ja Wachs an sich matt ist und ja dieser Matt-Effekt einfach erzielt werden will. Oder hier gibt es auch eins von Redken. Also ihr könnt das Wachs nehmen, was ihr habt. Im allerersten Schritt würde ich euch aber raten, noch Hitzeschutzspray zu nehmen, einfach um eure Haare zu beschützen. Und ich benutze das hier von Tresemme May Thermal Protection. Wir werden uns ein bisschen durch die Haare kämmen, einfach nur zum Schutz, weil wir, wie gesagt, das Produkt erstmal vorher einarbeiten werden. Wow, ich sehe aus wie ein Mönch. Übrigens für alle, die sich fragen, wie meine Haarfrisur zustande kommt, dazu kommt noch ein separates Video. Ihr werdet jetzt aber erstmal das Wachs nehmen, was ihr zur Hand habt und circa ja, so eine erdnussgroße Portion nehmen, zwischen euren Händen verteilen und dann erstmal ganz leicht in eure Haare einarbeiten. Wir wollen nämlich von vorne den Effekt, dass es ein bisschen nach hinten geht. Also da werdet ihr mit dem Föhn erstmal richtig arbeiten müssen. Und wir sind fertig, ne? Spaß, wir sind natürlich nicht fertig. Wir werden uns jetzt erstmal einen Föhn zur Hand nehmen und unsere Haare föhnen. Im ersten Teil werden wir einfach erstmal unsere Haare von hier nehmen und die ganze Zeit eindrehen, während wir sie föhnen, um den ersten Schritt zu machen. Sobald ihr das dann gemacht habt, sollten eure Haare in etwa so aussehen. Bei mir scheint jetzt gerade die Sonne rein. Sie sollten hier vorne, ja, so wie so eine Welle nach hinten haben, um einfach weiterarbeiten zu können. Im nächsten Schritt werden wir uns einfach mal diesen Kamm nehmen und uns die Haare hier nach vorne kämmen. Damit es halt alles einfach sehr gleichmäßig aussieht. Die Frisur wäre eigentlich jetzt schon fertig, aber ich werde jetzt hier noch so ein paar Touch-Ups machen, damit ihr genau seht, wie es aussieht. Wir nehmen uns jetzt noch ein bisschen mehr vom Wachs, werden das jetzt zwischen unseren Händen ein bisschen warm machen. Wir werden jetzt damit so in die Haare gehen und nach vorne ziehen. Finger rein, zusammenklappen, nach vorne ziehen. So geht das Produkt in eure Haare und wir ziehen uns die Haare sozusagen ein bisschen hier runter. So sieht die endgültige Frisur aus. Ich finde, sie sieht super aus. So sehen meine Haare sonst aus. Ihr seht den direkten Unterschied. Zu den Haaren mache ich gerne noch ein Hairstyling, wenn ihr das sehen wollt. Das hier gehört definitiv zu den etwas einfacheren Hairstyles. Ihr braucht wirklich nur einen Föhn, eine Rundbürste und ein bisschen Wachs und ein bisschen Geduld, damit ihr ja, diesen Hairstyle erreichen könnt. Ihr solltet bitte bis zum ersten Viertel von ja, eurer Stirn anfangen, zu euren Haaren gehen und sie mit der Rundbürste nach
ja, nach innen drehen, damit es ungefähr so aussieht. Erinnert mich sehr stark an den Hairstyle von Bruno Mars, aber ja, das ist jetzt der Justin Bieber Look. Und ihr könnt mir mal sagen, wie ihr es findet. Ich finde, es sieht cool aus. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Es ist sehr smooth in den Haaren und sieht jetzt nicht aus, als hättet ihr extrem viel damit gemacht. Und ihr habt gesehen, ich habe nicht viel damit gemacht. Wir kommen jetzt zum Outfit, um den gesamten Look von Justin Bieber fertig zu machen. Und ich hoffe, der Rest wird euch auch gefallen. Also. Justin Bieber trägt im Boyfriend-Video ein weißes V-Neck-Shirt. Es sieht sehr einfach und simpel aus. Mir gefällt dieser Style richtig gut. Dazu paare ich eine schwarze Lapel-Jacket, wie man sie so nennt. Das sind diese anliegenden Kragen. Sieht super gut aus. Sie ähnelt der, die Justin Bieber ebenfalls getragen hat. Die habe ich von Zara. Und sie ist sehr angesagt bei Celebrities und derzeit noch erhältlich. Also greift zu. Und da ich es liebe zu tanzen, teach me how to dance. Wie auch immer. Ich trage jetzt dazu noch meine Lieblingsjeans, die ist leicht verwaschen und einen grau-schwarzen Gürtel. Und passend, um das gesamte Outfit zu komplettieren, trage ich schwarze, teilweise glänzende High-Cut-Shoes, für die Justin Bieber sehr bekannt ist. Das war das Outfit. So Leute, das war's auch schon mit meinem inspirierten Justin Bieber Boyfriend Video. Lasst mich unbedingt wissen, wie euch das Video gefallen hat, wie gefällt euch der Hairstyle. Wie gesagt, er ist super einfach nachzumachen und ich denke, das ist ganz hilfreich für jeden, der den Look unbedingt rekreieren wollte. Auch wenn ihr, es muss jetzt auch nicht von Justin Bieber sein, es kann natürlich auch von anderen sein. Ich habe selbst Zayn Malik mit dieser Jacke rumlaufen gesehen und mir gefällt auf jeden Fall der ganze Look, das gesamte Outfit, da kann man echt nichts gegen sagen, also es war richtig gut vom Stylisten ausgesucht und lasst mich unbedingt wissen, welche weiteren Celebrity-Styles ihr unbedingt von mir sehen wollt, lasst mir euer Feedback da, schreibt mir Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch und vergesst nicht meine weiteren Plattformen, die ihr hier seht und die Sonne scheint mir ins Gesicht, auszuchecken, Facebook, Twitter und Instagram für weitere Updates. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen, euer Sammy. Again.